fahre durch ganz Deutschland, suche Falschparker und zeige sie beim Ordnungsamt an. Ich habe letztes Jahr 140.995 Euro erwirtschaftet, womit die Gemeinden auch was anstellen können. Ich habe davon nichts, ich kriege davon kein Geld. Ich denke mal, so jemanden wie ich hat es noch nicht gegeben, der in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in ganz Deutschland einen Falschparker angestellt hat. Niklas Mattei ist der selbsternannte Anzeigenhauptmeister. Mit der Bahn reist er durch die ganze Republik und hat eine Mission. Die Jagd nach Falschparkern. Heute ist er unterwegs in Kassel. Jeder noch so kleine Verstoß wird von ihm gemeldet. Herr Mattei, was hat denn das Auto hier, der Fahrer, falsch gemacht? Warum machen Sie jetzt, warum zeigen Sie ihn an? Das Fahrzeug hat keine Parkscheibe drin. Ja, und die Parkscheibe ist vorgeschrieben. Bereits seit 3 Jahren ist der 18-Jährige der Hüter für Recht und Ordnung. Sein Vorgehen ist dabei immer gleich. Verstoß erkennen, Beweise sichern und wenn es sein muss, wird auch mal nachgemessen. Niklas kennt dabei kein Pardon. Warum ist der Zollstock? Was bedeutet damit jetzt? Weil der ja hier am Schild steht. Also es steht nicht komplett drin, sondern am Schild. Und deswegen markiere ich mir hier die Position. Und dann vermesse ich am Fahrzeug, wie weit der drin steht. Und wie weit darf man da drin stehen oder darf man gar nicht drin stehen? Darf man gar nicht. Ab Schild gilt das. Und das wäre in dem Fall so in etwa 2,15 Meter steht da drin. Für die Anzeigen nutzt der Hilfs-Sheriff ein Online-Portal. Hier lädt er die Fotos hoch und beschreibt das Vergehen. Dann noch ein Aktenzeichen vergeben und schon geht die Anzeige direkt zu den Behörden. Denn mit Paragraphen und Gesetzen kennt sich Niklas bestens aus. Die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, die lese ich eigentlich schon ziemlich lange. Ja. Das heißt, andere lesen Kinderbücher und Sie haben schon von klein auf die Straßenverkehrsordnung gelesen? Naja, so ungefähr. Also Kinderbücher haben mich nicht richtig erfährt. Ich habe mich immer mehr für Sachbücher so interessiert. Naja. Laut eigenen Angaben hat Niklas im vergangenen Jahr über 4000 Falschparker angezeigt. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Der parkt im eingeschränkten Haltverbot, Zeichen 286. Man darf hier nur halten, aber nicht parken. Andernfalls kostet das jetzt in dem Fall 25 Euro. Was heißt denn halten und parken? Wer länger als 3 Minuten hält oder sein Fahrzeug verlässt, der parkt. Ob der nächste Verkehrssünder diese Regel auch kennt? Haben Sie jetzt hier vor zu parken? Ich muss kurz in das Haus rein, ja. Wie lange denn? 5 Minuten. Aha, weil es eigentlich verkehrsberuhigter Bereich. Ich glaube es, aber wo sagen Sie mir, wo ich mich hinstellen soll? Weiß ich auch nicht. Ja. Aha. Das wissen wir beiden nicht. Aha. Also Sie werden doch nur bloß was ausliefern oder was? Nur kurz was aufschreiben, dann bin ich wieder weg. Ja, bis 3 Minuten ist halten. Ja, gut. Alles klar. Nur parken darf man halt nicht. Ja. Ich finde, das geht überhaupt nicht, sowas. Warum nicht? Ja, privat. Es gibt Ihnen ja nicht direkt was an, aber ich jetzt hier, außer ich würde ihn jetzt behindern. Ne? Aber das mache ich ja eigentlich nicht. Also dann sehe ich keinen Grund, warum er das machen sollte. Sagen wir mal so, Freunde macht sich Niklas mit seinem Hobby nicht. Exakt 3 Minuten später. Wieso haben Sie jetzt von dem doch nochmal ein Foto gemacht? Naja, weil er ja doch länger steht, als er gedacht hatte. Jetzt ist es doch parken. Aus dem Halten dort parken. Länger als 3 Minuten haben wir jetzt doch ein Parken. Das heißt, Sie würden noch jemanden aufschreiben oder melden, wenn er nach 3 Minuten 30 wieder runterkommt? Ja, natürlich. Also ich habe auch schon Haltverstöße angezeigt, wo jemand im absoluten Haltverbot gehalten hat, was 8 Sekunden gedauert hat. Das war das Kürzeste. Wie war die Reaktion von demjenigen oder derjenigen, die da gehalten hat? Der hat bloß gehalten und den aussteigen lassen. Der Fahrer hat es ja auch nicht mitgekriegt. Der wird es aus dem Bus hier Bescheid gesehen haben. Und haben Sie kein schlechtes Gewissen? Nee. Warum? Absolutes Haltverbot ist absolutes Haltverbot. Der hätte ja woanders in der Seitenstraße oder so fahren können. Als Denunziant vom Dienst hat Niklas einen geschulten Blick für jedes Vergehen. Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen, seit März 2022. Das bedeutet für diesen Fahrzeughalter jetzt 60 Euro und einen Punkt. Ich weiß ja nicht, warum ist die TÜV-Plakette so lange abgelaufen. Sind vielleicht die Bremsen kaputt? Dann fährt er mit dem Auto auf der Autobahn und verursacht einen schweren Verkehrsunfall, der halt mit dieser Anzeige jetzt vielleicht verhindert wurde. Ja. Im Schnitt zeigt Niklas pro Tag und Patrouille 20 Falschparker an. Besonders häufig trifft es Paketboten. Hallo? Die parken hier auf dem Gehweg und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer.
Sie parken ja auf dem Gehweg und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ich lade ja einfach die Pakete, ich habe ja Arbeit. Und die missbrauchen die Warnzeichen. Naja, sowas kommt halt auch oft vor. Aber er hat ja jetzt überhaupt nicht reagiert auf das, was du gesagt hast. Ja, schreibe ich halt doch so mit einer Anzeige rein. Doch bevor es dazu kommt, noch ein neuer Fall. Niklas, umdrehen. Sie parken ja weniger als 15 Meter von einem Haltestellenschild entfernt und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ja, ich fahre weg. Ja. Das Ordnungsamt meldet sich aber trotzdem. Dann haben wir jetzt Tatzeitende bei beiden um 13.58 Uhr. Berufen fühlt sich Niklas zum Ordnungshüter nur hobbymäßig. Er sagt, ein Job im Amt sei ihm zu langweilig. Die Bilanz des Tages, 24 angezeigte Verstöße. Also mit einer Kleinstadt oder mit einer Dorfgemeinde kann man das jetzt nicht vergleichen. Aber so im Vergleich mit Großstädten eigentlich durchschnittlich. Auf dem Rückweg zum Bahnhof fällt Niklas dann noch ein besonders schweres Vergehen auf. Nummer 25. Der parkt einen Meter im Taxenstand. Das darf er halt nicht. Haben Sie noch niemals eine Ausnahme gemacht? Eigentlich nicht. Also ich bin da schon sehr streng. Warum? Naja, Gesetz ist halt Gesetz. Nach 6 Stunden Streife geht es für den Polizisten zurück nach Hause. Wohin die nächste Dienstreise geht, hat der deutsche Anzeigenhauptmeister noch nicht entschieden.